Wow. Und damit willkommen zu Immortals Phoenix Rising. Die Entwickler sind nochmal auf mich zugekommen und wollten ein weiteres Video sehen davon. Daher nochmal vielen lieben Dank an Ubisoft für das Sponsern des Videos. Mir hat das Spiel wirklich gefallen, deswegen gebt dem Spiel eine Chance. Falls ihr es natürlich selbst auschecken wollt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, gerne einen Daumen nach oben da lassen und los geht's. Okay, mal schauen, ob das irgendwas bringt. So ganz langsam. Hi, geht's dir gut? Kann ich dich streicheln? Oh, es hat wirklich geklappt. Ich kann jetzt mein gezähmtes Reittier rufen. Okay, cool. Eine weitere Prüfung. Die sollten jetzt hier theoretisch ein bisschen schwerer werden. Okay, hat immer noch ein Stirn? Stier? Ist das? Ah, ach so. Ah, die Rätsel werden jetzt einfach nur ein bisschen schwerer mal. Sehr süß. Du schaffst das Ball. Irgendwo muss es hier noch was Verstecktes geben. Was haben wir hier? Komm rauf. Danke. Wohin geht der denn da? Achso, der fällt da rein, da raus. Ah. Und das war's mit dem? Roll schneller. Oder so langsam du willst. Irgendwann kommst du schon an. Ist da die Truhe? Ich muss da einmal rüber. Danke. Haha, ich hab's gesehen. Komm her. Eine neue Rüstung. Ich nehme die mal. Die schaut ja mega cool aus. Ach, und hier ist unser Reittier. Wir können auch noch ganz viele haben. Komm hoch und höher. Zeus Blitz ist mein. Ah. Muss ein richtiger Schock immer sein, so einen anzufassen. Okay, wir gehen erstmal zum Hauptziel hin. Halle der Götter. Ich bin da anscheinend auf dem richtigen Weg. Ich fordere wen heraus? Habe ich dich nicht schon mal herausgefordert? Ich mache gar keinen Schaden an dem. Ach, das sind meine Freunde, die keinen Schaden machen. Au! Ha! Komm, werf mehr Zeug auf mich, dann kann ich mehr Zeug zurückwerfen. Komm, diesmal schaffst du es. Boah, starker Wurf. Muss ich das irgendwie abfangen vielleicht? Okay, ich versuch's abzufangen. Geht das? Es geht, aber irgendwie hat es mir auch nichts gebracht. Komm her! Ah! Bye! Ich hab's geschafft. Und was gibt's dafür? Okay. Ich kann Sachen mit den ganzen Sachen, die ich ganze Zeit finde, kann ich die verbessern. Oh, wir sind fast da. Am Ziel. Ha! Meine ganzen Äpfel sind runtergefallen. Kann ich den auch anders schütten? Schütteln? Hier sieht's aus, als ob hier ein Wasserfall sein sollte. Warum ist da ein aufhörender Wasserfall? Ist ja auch die Halle der Götter. Irgendwie muss es ja besonders sein. Was hat die Halle der Götter denn uns zu sagen? Außer, dass hier ein Feuer fehlt. Typhon hat alle Götter getötet. Oder vertrieben. Die geblieben sind, wurden verwandelt in schwächere Wesen. Und wir sind die einzige Hoffnung. Also, ja, es wurde ordentlich gekämpft und verloren. Und jetzt bist du unsere einzige Hoffnung. Okay, was ist das? Kessel der Kirke. Ah, um unsere Tränke aufzubessern. Danke für die Tränke. Die goldene Hantelbank. Hantelbank des Zeus. Ha, ha, ha. Siehst du das? Hast du mich gesehen? Oh. Okay, erstmal die Stimme verändern. Ah, auf einmal bin ich männlicher geworden. Ist das hier weißt du Schmiede? So männlich. Ah, so verbessere ich meine Waffen. Okay, dann verbessere ich auf jeden Fall erstmal mein Schwert. Und dann noch das Letzte, den Lebenstrank. Ich verbessere meine Gesundheit. Okay, jetzt habe ich mehr Gesundheit. Komme ich hier ganz nach oben hin? Ich denke mal, ich kann nämlich jetzt springen. Ist hier nichts oben? Schade. Die Welt schaut halt so nice aus. Ich glaube, ich muss auf diese Statue da hinten, damit ich die Insel erkunde. Deswegen gehe ich erst noch mal hier hin. Schnell! Boah, das geht halt richtig gut. Also auch gut runter, aber hey. Komm her. Oh! Oha, die neue Fähigkeit ist richtig gut. Einfach diese Mega-Spikes. Hat das gar keinen Cooldown? Ah, das kostet nur Ausdauer. Oh, genau hier unten soll was sein. Oh, es hat geklappt. Fall des Adonis. Okay. Oh, warum muss ich das jetzt machen? Hä? Komm, du jetzt früher. Bam. Hi. Ich bin da. Wer noch? Komm her. Ich muss dich da drauf bekommen. Vielleicht kann ich die Kugel einfach runterziehen. Komm her. Oh, es hat geklappt. Okay, ich brauche gar keinen Wind dafür. Hä? Und wieder schießen. Bam. Da muss ich hin, gefühlt.
Also muss ich nicht hier hin, also gehe ich hier hin. Okay, ich brauche hier einen Ball, um den Wind anzumachen. Und ich kann mit dem Schalter den Wind machen. Also muss ich einen Ball dahin bekommen und damit der hochfliegt. Was ist, wenn ich das so mache, dass der Ball nicht dran vorbeirollen kann, richtig? Okay, jetzt muss ich nur den nochmal hochbekommen. Komm, flieg da hoch. Oh, vielleicht so? Oh, nice. Die Steine halten den Ball. Oh ja. Okay, der Ball wird jetzt gehalten. Okay, ich mach das so. Komm hoch. What? Woher kommst du jetzt? Habe ich hier einen Stein übersehen? Ich dachte gerade, ich habe voll das gute Rätsel gelöst. Dann nehme ich halt das so an. Ach, und jetzt muss ich diese ganzen fliegenden Sachen treffen, um Domino zu spielen. Ich spiele wirklich Domino. Oh, was haben wir denn hier? Träne der Aphrodite. Danke für den Zeusblitz. Okay, wir fliegen zur Statue hin. Ich möchte das Gebiet erforschen. Ich hoffe, das funktioniert so. Oh, zum Glück bin ich so ein guter Bergsteiger. Ich mache nichts anderes als Berg zu steigen in meiner Freizeit. Ja, hier erkunden. Oh, endlich. Aber die Gebiete sind voll riesig. Aus dieser atemberaubenden Höhe bemerkte Phoenix einen Schwarm Vögel. Alter, die Götter sind einfach nur mega Trolle irgendwie. So, ich habe mal ein bisschen was entdeckt auf der Karte. Irgendwie ist das auch voll, was man machen kann. Und wir gehen als erstes hier runter. Los! Hallo? Ich nehme mir was mal kurz, ne? Kein Problem. Ah! bye. Ich darf die nicht öffnen, während ich im Kampf bin. Oh, ich muss euch jetzt mal umbringen. Tut mir leid. Komm her. Geh mir ja weg. Keine Sorge, du kommst auch noch ran. Komm, charge mich. Einfach so ein mega langer Kampf irgendwie. Nur noch ein Schlag und... Oh, jetzt kann ich endlich die Truhe holen. Okay, die Frage ist, was wollen die hier? Wollen die, dass alles im Wasser steht oder? Ach, das ist ein Bild. Ach, und ich darf sie immer nur schieben. Das ist das Schwere daran. Wait. Und ich hab's. Dun, dun, dun. Wait, die passen nicht zusammen. Okay, die Gesichter müssen nach oben, oder wie? Und zwar nur so rum jetzt. Doch, das ist so... Ach, das ist so geworden. Oh mein Gott. Ich hab's halt legit nicht gesehen die ganze Zeit. Ich habe so lange gebraucht, nur weil ich nicht wusste, wie rum. Jetzt ist es aber verbracht. Wunderschön. Vielen Dank für dieses tolle Rätsel. Okay, ich hole mir noch ein paar Truhen und ich würde sagen, wir machen noch einen Dungeon. Ha. Das war close. Hast du gesehen? Ha, ha. Komm her! Oh, das geht ja voll schnell damit. Okay, das war mega schnell einfach nur. Eine neue Waffe. Wirbelsturm. Chicken? Wait, ihr seid Gegner? Why? Ich habe euch nichts getan. Irgendwas hat doch mit dem auf sich. Komme ich irgendwas, wenn ich euch alle entgeister? Hallo, bist du hier? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ein Pferd. Oh, lass uns ein Epona holen. Hi. Na, wie geht's dir? Sephir. Brauch dich mal kurz. Zwei Bären. Jo. Oh, der Angriff ist so stark einfach. Ja. Ich brauche mein Leben wieder. Was haben wir denn hier? Unsere Quest. Aber was müssen wir machen? Seriously, was müssen wir machen? Muss ich noch höher? Oh, Tatsache. Was haben wir hier? Einen abgestürzten Vogel. Was ist mit dem? Oh, Phoenix. Vielleicht ist das unser Phönix. Wir müssen den Kern finden. Blitz aus zweitem Himmel. Das ist ein ganz anderes Gebiet. Mal schauen, ob ich da hinkomme. Flieg dahin. Wir müssen unseren Begleiter retten. Oder wer auch immer das sein wird. Egal, was es hier gibt für Feinde. Ich werde den Phönix retten. Und das wird vielleicht mein Flugtier, Reittier. Ist da eine Spinne? Hi. Wenn ich auf dich mit dem... Vielleicht sollte ich dich ignorieren, oder? Bye bye. War schön, deine Bekanntschaft zu machen für 2 Sekunden. Ich habe den Kern gefunden. Und jetzt können wir zurück zu dem Begleiter gehen. Auch wenn ich mich frage, was der Kerl da macht. Mal schauen, wie stark der ist, wenn ich da einfach reingehe. Ah! Oh! Okay, sehr stark. Ich mache gar keinen Schaden an euch. Komm her.
Der macht Schaden, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein. Deswegen gehen wir einfach so zurück. Ich finde es toll, dass man überall hinkommt, auch wenn die Gegner komplett überlevelt für uns sind. Hier hast du den Kern, mein Kleiner. Wache auf. Und was auch immer du bist, überleb nicht. Oh nein. Das war Hähnchen essen. Mm. Aber er überlebt doch. Ha, ich habe einen Vogel. Und der wollte uns eine Kammer zeigen. Voll cool. Ah, da, schau mal, Vogel. Ach, unser Ziel ist einfach ganz am anderen Ende der Welt. Nice. Wow. Falls ihr das Spiel jetzt auch mal selbst spielen wollt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank nochmal an Immortals Fenyx Rising. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.